Ja, willkommen im Haus Lorenzland in Südschwarzwald. Ich bin der Christoph und ich möchte euch heute ein bisschen etwas über Schwertschneiden erzählen. Ich bin darum gebeten worden, weil es nicht für alle Leute entsprechende Anleitungen gibt. Das erste, was wir uns angeschafft haben für das Schneiden mit dem scharfen Schwert, ist ein entsprechender Ständer. Bestehend aus einem Balken, vier Querfüßen, die angeschraubt sind. Und oben ein Loch drin und darin ist ein Stift, um die Mappen zu befestigen. Im Laufe der Zeit hat dieser Ständer sehr gelitten. Wir haben eine ganze Reihe von Seminaren gemacht, mit Anfängern auch. Und da viele Anfänger dann auch in der Matte stecken bleiben, geht der gesamte Druck des Schnittes dann schräg gegen die Füße und damit verbiegt sich das Ganze. Deshalb habe ich neu diese schrägen Befestigungslatten angebracht. Jetzt hält er wieder. Ich habe diesen Ständer neu gebaut. Der hat nur eine einzige Schraubverbindung, eine Schlossschraube, die versenkt ist in der Mitte. Und ansonsten sind die Querbalken, die Ständerbalken ineinander verzahnt. Dieser ist einfach senkrecht aufgeschraubt. In der Mitte wieder ein Loch mit Stift. Die Höhe ist etwas höher als bei dem, das ist variabel, wie man es möchte. Man kann natürlich auch den Stift weglassen, die Matten direkt draufstellen. Wenn man gut genug schneiden kann, braucht man das nicht unbedingt. Diese Stifte zum Befestigen der Matten werden angespitzt mit einem Stiftanspitzer, einem riesig dicken Ding, das es aus Taiwan gibt, beziehungsweise bei einer deutschen Firma, die lauter solche Werkzeuge verkauft. Und hiermit kann man eben sehr gut schneiden. So, erster Teil.